Ja, und die Häuser hier überall, dass man da nicht reinkommt, finde ich ein bisschen doof. Schieb den jetzt. In diesem Willikindorf, da konnten wir wenigstens die ganzen Häuser begehen und hier... Oh, Junge. Hier sind halt überall Häuser und fehlt mir jetzt so ein bisschen. Obwohl man es ja so kennengelernt hat. Ich weiß noch nicht, was der zweite Stein da oben soll. Hat's gar nichts auf sich damit. Einfach nochmal unsere Kraftdemonstration. Der schieben zweier Steine. Nee, hier gibt's ja auch noch lang. Guck mal. Das hätte ich jetzt fast übersehen, oder? Oder sollen wir da lang? Wir können hier hoch und dann geht's da links runter. Nee, dann ist hier irgendein noch ein anderer Weg. Ja, ja, so versteckt ist das manchmal. So auffällig eigentlich, dass man gar nicht dran denkt. Na gut, hat ja... ist ja nochmal gut gegangen, um ehrlich zu sein. So, ich denke mal, das reicht, wenn wir die bis dahin schieben, weil da geht's ja auch gar nicht. So, ihr dämlichen Blumen, haut ab. Ja, plump. Zerklatschen die Dinger. Hier sind schon keine mehr. Und hier sind wieder nur ein paar Mulikini. Die freuen sich aber nicht so wie die anderen. Hey, hey. Skyländer, Junge, sind wir froh, euch zu sehen. Euer Freund, der Bankier, ist übrigens eben in dieses Haus gegangen. Ah. Vielleicht sollte mal jemand nach ihm sehen. Ich schwöre, das ist keine Falle. Ehrlich? Also, das Erste ist, unser Bankier, ist das jetzt Auric? Lässt sich ja vermuten. Das Zweite ist, dieses Auffällige, ich schwöre, das ist keine Falle. Wirklich, ich schwöre es. Und es ist tatsächlich Auric. Boah, gibt's doch gar nicht. Der ist echt überall. Der soll mir lieber den legendären Schatz geben, der hinter ihm ist. Gib ihn mir. Oh ja, ich hatte gehofft, dir über den Weg zu laufen. Willst du einen Blick auf mein Inventar werfen? Du sollst mir den verdammten Schatz geben. Aber ich glaube, zu denen gelangen wir vielleicht über den Teleporter, der vor dem Haus war. Müssen wir gleich mal gucken. Glykotron Birne 4. Hab mit dieser Glykotron Birne... Was? Ja, mehr Glück. 5000 kostet diese Birne. Das ist mir zu viel. Ja, die Duellmodus-Arena brauche ich erstmal nicht. Baumelnde Möhre? Nein. Eine baumelnde Möhre als Hut, ja? Ach, nee. Will ich nicht. 4 Tempo und 10 Inventarkraft. Will ich nicht. Tempo und Kartensteine. Keine Kartensteine. Schadenspower-up, alle Skyliner-Angriffe verursachen für kurze Zeit Doppelschaden. Ist ganz gut. Ich habe die Dinge auch noch gar nicht getestet, aber mir ist das Geld einfach zu schade dafür. Ich nehme dann lieber den Flammenbrauer mit, denke ich. Und ich nehme auch einfach den Chompybot 9004 mit. So, dann haben wir es weg. Ich bin ja so der Kartensammler generell. Deswegen muss das sein. Dieses Portal, meine ich hier, ich hoffe damit... Nee. Hey, das sieht nicht so aus, als wenn wir da jetzt in den Haus gelangt sind. Was ist das? Tölikus. Lass dich nicht vollsabbern. Okay. Und wenn ich es doch mache... Oh, ach so. Ach, der Zyklop ist jetzt down und der Tölikus auch. Na gut. Ja, greif mal die Dinger an. Ich schieße einfach meine Laser durch. Oh, wie viele wir auch davon spawnen können jetzt, ne? Einfach welche hinstellen und schießen. So. Boah, ist das brutal. Ich weiß nicht, ob das so PvP effektiv ist. So vom Schaden her schon. Aber hier ist es halt, im PvE ist es halt stark, weil die Gegner sich, ja, fokussieren halt. Die Kristalle ziehen halt aggro und werden dann die ganze Zeit angegriffen. Die ignorieren mich einfach die ganze Zeit. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso ist denn das Tor noch? Guckt, das meine ich jetzt. Er schmeißt die Granate jetzt auf die Kristalle anstatt auf mich. Ja, ist ganz cool. Und für mich ist es einfach nur ein Zauber, den ich regelmäßig spammen kann. Und damit sogar mein Laser verstärke, weil es halt gebrochen wird hier. Das ist halt... Das Licht bricht im einen Kristall, geht im nächsten, bricht da wieder. Ist schon ein bisschen... Bisschen cool. Wuhu.
Tor ist auf, können wir endlich weiter marschieren. Oh, und hier sind auch wieder so eine Steine, aber es ist so selten, dass hier mal was drunter ist und die sehen halt so unscheinbar aus. Und ich mach's in diesem Kapitel mal nicht. So, erstmal gucken wir hier weiter. Da der Schlüssel, hier vorne ist das Tor. Und da vorne ist noch ein Zyklop. Jetzt die Frage, wie das Tor aufgeht. Der Zyklop, der steht ja so wie so eine Wache vor, als wenn er mit uns Himmelsteine spielen will. Ja, ich ahne so einiges. Hey, du bist so ein Bösewicht. Du willst vermutlich diesen Schlüssel, was? Ja, den will ich. Aber ich weiß nicht, warum ich mit Gegnern jetzt hier Himmelsteine spielen soll. Ja, alles klar. Kommen wir zum Geschäftlichen. Na denn, schieß mal los. So, und da hat er jetzt den Flammenbrauer und auch den Chompybot drinne. Das hat wohl was gebracht. Was hatten wir denn vorher? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir lassen mal drinne. Wir können mal dieses Brett vorher anschauen. Es ist ein sauberes Brett. Ohne Elemente, irgendwas. Und ich vermute mal, der wird einfach gar nicht der Gegner für uns werden. Gegen den Blaster-Troll. Womit starte ich denn am besten? Ich nehme mal den arkelianischen Lanzenreiter, genau. Nimmt immer das Wort schon weg. Der hat ja ganz gute Steinchen nach links und nach rechts und nach oben. Oh. Das ist zum Beispiel gar nicht so doof von ihm. Den anderen Lanzenreiter setzen wir mal hier hin. Aber wir haben halt jetzt noch nicht sicher. Er dagegen hat diesen Blaster-Troll jetzt unten links. Aber wir haben gerade keine andere Wahl. Gut, damit kommt er nicht allzu weit. Den Kieferbrecher der 2 nach rechts, den kriegen wir leider nicht. Können wir nichts machen. Ich werde uns mal... Ja, es ist relativ egal. Einen in der Ecke setzen hier. Obwohl, ich hätte jetzt auch den Lanzenreiter und den Deaniter sichern können. Und, na gut, es ist gerade relativ egal. Wir haben jetzt... Ich hoffe mal, so gut wie gewonnen. Auch egal, was wir hier jetzt spielen. Je nachdem, was er jetzt noch als letzten Stein da hat. Bam. Ja, keine große Kampfanimation. Nur mal kurz hingestellt. Und noch ein Kieferbrecher, okay. Das Beste war der DR-Nieter. Wir haben gewonnen gegen Crick Draw. Stein gesammelt. Ja, wie erwartet, der DR-Nieter 4. Nicht schlecht, Fremder, nicht schlecht. Schätze, du nimmst diesen Schlüssel also an dich? Ja. Oh ja. Das hat ja gepasst. So. Du nimmst diesen Schlüssel jetzt an dich? Und dann so der Prison Break. Oh ja. Schon klar. Der Herr versteht alles. Und eigentlich hätten wir den gar nicht besiegen müssen. Wir hätten auch einfach einen Giant nehmen können und das Tor aufballern. Aber ihr wollt ja bestimmt auch sehen, wie ich mich hier mit den Himmelsteinen tue. Ob ich da auch besser werde oder nicht. Oder wollt ihr das vielleicht gar nicht sehen? Einfach mal ehrlich sein und die Kommentare schreiben. Den Technologie-Skylander haben wir jetzt auch für Skylander Giants, also ein Series 2. Das war ja eben die Sprocket von vorhin. Die Schraube sitzt. Obwohl das jetzt ja ein neuer Part vermutlich sein wird. Und die Sprocket noch nicht gesehen habe. Also ich werde mal... Oh, ich will gar nicht in die Fallen hier treten. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Hier gibt es auch nur einen Flügelsaphir. Betonung auf nur ist gar nicht mal so richtig. Nehmen wir gerne mit. Einen Flügelsaphir und wir erhalten wieder 2% Rabatt auf alle Verbesserungen bei Persephone. Oh, schnell durch. Sollen wir jetzt bei Sprocket bleiben oder? Selbsterklärend, denke ich mal. Oh, ich sehe gerade. Magie ist Skylander. Habe ich auch immer noch kein Series 2. Das wäre dann wahrscheinlich das nächste, was ich mir holen werde. Ich habe da ja nur Spyro und Wrecking Ball. Beide als Series 1. Das wäre halt, ja, wird wahrscheinlich das nächste dann sein. Ja. Wenn ihr nicht eure doofe Rüstung hättet, dann wärt ihr auch nichts. Und schaukeln, das können sie. Aber da machen wir jetzt mit Wrecking Ball halt wieder
zu wenig DPS, um die im Schaukelmodus zu besiegen. Da, ich muss da viermal mit der Zunge drauf klatschen, um die Rüstung runterzukriegen. Das ist ganz schön viel. Wenn man überlegt, dass die selber dann mit zwei Hits umfallen. Naja, müssen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, es ist klar. Ah, jedenfalls sind sie erledigt. Ach nee. Tylikus hießen die, ne? So wie Töle, denke ich mal. Tylikus. Und dann gleich zwei. Ah ja, Sabba, Sabba. Ja, was machen die denn? Ach, die kloppen da drauf, wo die hinspucken. Und wir sind da drauf verlangsamt. Ja, das ist ja ganz gut auszuweichen eigentlich. Ah ja, spuckt ihr mal wieder ein bisschen rum. Ah ja, okay. Müssen wir nur aufpassen, dass wir da nicht drin bleiben. Krieg nur den einen angegriffen gerade, den anderen nicht. Oh. Schnell weg. Auf und davon. So. Ihr habt schon mal eure Reiter verloren. Ach, ihr macht jetzt auch ganz andere Tricks. Wie geht jetzt so um Nahkampf über? So, so. Boah, nur 152 Schaden. Oh, wenn es weiter nichts ist. Oh, gibt's da gar nicht. Die haben doch vorhin nicht so viel ausgehalten, oder? Da hatten wir wahrscheinlich einfach den richtigen Skylander dabei. Stufe 8 mit Wrecking Ball. 7 Level noch vor sich. Ist eigentlich eine ganz schöne Menge. Und plötzlich ist es so ruhig hier geworden. Ist ganz schön unheimlich. Was soll die Bombe denn jetzt eigentlich? Aha. Schwupps. Ich breche durch. Ja, du bist da schon durchgebrochen. Schlaukopf. Fallen. Ja gut, das ist ja nicht wirklich jetzt anspruchsvoll. Ist ja nur ein bisschen Geduld. Und ich tappe trotzdem rein. Ja. Warum mache ich das nur mal? Warum sage ich sowas? Dann passiert es immer. Das Portal lassen wir mal lieber noch aus. Wir reden mal mit dem hier. Ah, ich wusste, wir hätten diesen Maschinen nicht beibringen sollen zu denken. Jetzt gehen sie durch und ich kriege den verzauberten Hut, den wir gefunden haben, nicht mehr da raus. Wenn du es schaffst, gehört der Hut dir. Aha, okay. Ja, warum sollten Maschinen nicht denken können? Fragen wir das mal Sprocket. Aber ihr Gatling-Geschütz kann ja auch nicht denken. Aber wir können es ja steuern. Aber dauert mir noch sehr lange mit den Animationen bei der. Bin ich mal gespannt, was sie so für Fähigkeiten und Verbesserungen kriegt. Aua! Oh, diese Drehscheiben hier, ne, die sind auch gar nicht nervig. Unsere Lebensanzeige reduziert sich auch hier gerade dermaßen. Ich gehe mal hier in die Nische rein. Und da müsste ich ja problemlos jetzt hier durchkommen, oder? Jawohl. Ah, noch mehr davon. Ich sollte auf jeden Fall mit dem Kreis hier mitgehen. So, wenn er zum Beispiel so rumdreht, dann... Aua, aua, aua. So, der dreht sich so rum. Aha. Können wir hier stehen bleiben dazwischen? Jawohl. Ich hoffe, wir werden nicht getroffen, wollte ich gerade sagen. In dem Moment passiert es dann natürlich. Ich gehe hier gleich mit drauf. Dann können wir hier so in der Ecke warten. Ich denke mal, das kann sich jetzt mit jedem so hinziehen. Schneller! Jawohl. Okay, das klappt. Nicht ganz. Nicht so, wie ich denke, aber es klappt. Wir mussten trotzdem einiges an Schaden an uns nehmen. Und jetzt gibt's doch hier hoffentlich bald den Hut. Ich will jetzt mal hier erst links lang gehen, glaube ich. Oh. Warten. Das war auch gar nicht knapp von der Zeit her. Und hier warten wir auch mal lieber. Hä? Warum? Jetzt können wir hier nur runterspringen. Ich will gar nicht wissen, wo wir rauskommen. Ah, okay, eine Schatztruhe. Ich dachte schon, wir kommen jetzt hier am Anfang raus. Das wäre echt... Ja, wäre echt mies gewesen. Hätte ich nicht so für gut empfunden. Aber das Gold natürlich hier für Sprocket, das... Darüber brauchen wir gar nicht streiten. Das ist perfekt. Ja, das waren gerade mal 500, glaube ich. Naja, naja. Was soll's? Wir nehmen es dann auch mit. Und jetzt sollen wir echt zurücklaufen wieder. Ich dachte, der bringt uns wenigstens nach vorne.
Also vor dem Stacheln da hinten. Tut's natürlich nicht. Und hier weiß ich jetzt nicht, warum sind die drei Stacheln einzeln? Naja, gut.